Hey Shakers, wenn ihr auf sauer steht, dann bleibt jetzt lieber dran. Wir haben hier einen neuen Gaming Booster auf dem Tisch von Gamers Only. Die Schocklinie von Gamers Only ist ja hier mit ihrer Optik schon dicht angelehnt an sowas richtig cooles, saures. Gibt so Kaugummis, kennt jeder. Mal gucken, wie stark das Ding jetzt hier wirklich reinhaut. Wir sind Colin und Dennis TV. Ich bin Dennis. Das Intro rollt noch schnell und dann geht's ab. Bis gleich. Ich bin zurück. Wie eben schon versprochen, heute wird sauer. Wir haben hier einen Gaming Booster stehen von Gamers Only. Das ganze Ding heißt TurboShock Sour Apple Gaming Booster. Für die, die es vielleicht nicht kennen, Profis wissen es natürlich, ist ein Energy Drink auf Pulverbasis zum Selbstanrühren. Da hat sich Gamers Only gedacht, in diesem Bereich, wir brauchen mal was richtig schön Saures. Hat die Schock-Reihe ins Leben gerufen. Gibt jetzt schon zwei Sorten im Handel. Einmal eine Erdbeere, einmal eine Kirsche und jetzt kommt der Sour Apple. Ich bin richtig gespannt. Das ganze Ding ist wie bei Gamers Only typisch ohne zugesetzten raffinierten Zucker. Natürlich ordentlich Vitamine mit drin. Alles, was dich so ein bisschen aufputscht. Die genauen Inhaltsstoffe könnt ihr natürlich schön auf der Gamers Only Homepage nachlesen. Das könnt ihr aber schön nach dem Video machen. Hier könnt ihr jetzt erstmal liken und abonnieren, wenn ihr Bock habt auf solche Videos und Interesse habt an dem Thema Energy Drink und Gaming Booster. Und ich denke, wir starten jetzt hier einfach mal rein. Bei mir darf für so einen ordentlichen Gaming Booster auf jeden Fall Eis nicht fehlen. Wir hauen hier mal ein paar Eiswürfel in den Shaker. Gamers Only hat den Löffel auf 400 Milliliter. Na, wo ist denn die 400? Jo, das soll es gewesen sein. Ich habe mir bei diesem Thema Gaming Booster angewöhnt, Tatsache eigentlich fast immer auf stilles Wasser zurückzugreifen. Alleine schon, weil es halt in so einem Plastikshaker und so auch viel besser ist. Naja, sonst baut sich der Druck auf, dann sind die meisten nicht dicht. Und ich muss aber auch sagen, es schmeckt mir aber auch sehr gut mit stillem Wasser. Ihr könnt natürlich auch Sprudel nehmen, wenn ihr wollt. Also der Geruch ist schon mal richtig schön krass apfelig. Man riecht aber auch, dass sauer hier ernst gemeint ist, auf jeden Fall. Also das wird schon, glaube ich, eine krasse Nummer. Okay, ein Löffel. Sieb rein, Deckel rauf, dann wird geshakt. Okay, ich denke, dann starte ich jetzt auch mal gleich mit dem Test. Ich bin wirklich gespannt. Sauer ist so ein Ding. Also wenn es richtig zu bissig sauer ist, habe ich vielleicht auch ein kleines Problem damit. Allerdings hier die Schock-Serie war bis jetzt ganz gut abgestimmt. Also es hat schon sauer reingeknallt. Die Frucht war aber auch immer gut zu spüren. Und es lässt sich echt gut trinken. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob Gamers Only das Ganze auch so cool eben auf diesen Apfel quasi umstellen konnte. So. Das farbmäßig erinnert es schon mal so an schönen sauren Granny Smith Apfel oder wie auch immer. Wir probieren jetzt das ganze Ding mal. Also Gamers Only Turbo Shock Sour Apple. Aber das ist richtig geil. Ich finde diese Schock-Reihe wirklich ein richtig cooles Konzept. Du hast ein richtig leckeres Apfelaroma. Das ist auch schon gar nicht nur hier so ein saurer Apfel, sondern schon aromatisch. Wäre eine gute Mischung so aus einem sauren und einem süßen Apfel. Dann knallt die Säure rein. Also es ist wirklich schon eine schön fruchtige, aber auch eine richtig schön saure Sorte. Ich muss sagen, von der Fruchtigkeit und gerade eben so von der Apfelrichtung bin ich schon ein bisschen überrascht. Denn das ist echt ein schön leckerer, süßer, fruchtiger Apfel. Dann kommt aber eben wirklich diese Säure eben, die diese Schock mit sich bringt. Aber auch da muss man sagen, es ist genauso an der Grenze, dass es eben nicht völlig bissig so sauer ist, dass sich alles zusammenzieht. Aber du merkst eben schon, in welche Richtung es gehen soll. Richtig krass, sehr, sehr lecker. Ich fand ja die Schockkirsche schon so geil. Aber auch das hier ist wirklich richtig schön lecker, richtig schön apfelig, richtig coole Sorte. Ich gieße mir noch mal einen ein.
da bin ich echt gespannt, ob da nochmal was kommt von Gamers Only, noch diese Schockreihe vielleicht wirklich noch fortgesetzt wird. Also das Ding ist echt lecker, gerade für Apfelfans, aber also ihr müsst schon sauer mögen. Ne? Ich sage jetzt gerade so, dass es nicht so grenzwertig sauer ist, aber es ist schon sauer. Also bei jedem Schluck merkst du schon, dass es eine saure Sorte ist. Wenn ihr damit am Ende wirklich ein Problem hast, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für euch. Aber auf jeden Fall für Apfelfans und die, die ein bisschen sauer vertragen, richtig krasses Ding. Ich meine, das Thema Apfel, die Geschmacksrichtung ist ja schon so eine Sache, die jetzt wirklich jeder Gaming-Booster, also jede Marke irgendwie auch hat eine Apfelsorte im Handel, auf dem Markt, sage ich mal. Und ich habe in ein paar Videos gesagt, wo wir dann so eine Apfelsorte getestet haben. Das ist ein bisschen langweilig. Aber das hier haut schon richtig rein und setzt sich schon ab von der Konkurrenz, weil es eben diesen extra sauren Kick hat, aber eben auch dieser Apfel ganz cool gewählt ist. Also schmeckt jetzt nicht nur nach so einem Granny Smith, sondern du hast schon wirklich so eine richtig coole Mischung. Ja, krass. Kommen wir mal zur Bewertung. Bei Colin und Dennis TV ist so dieses klassische Bewertungssystem Gold, Silber, Bronze in Form von unseren coolen Shakern. Wenn eine Sorte richtig krass und cool ist, gibt es auch mal den Diamond Shaker. Aber das ist dann wirklich schon eine richtige Premium-Sorte und ist echt eine Auszeichnung. Und ich weiß von so ein paar Marken, die echt dann auch intern diskutieren, wird das ein Diamond Shaker oder nicht? Naja, was sagen wir denn jetzt hierzu? Ich habe Ihnen schon viel darüber erzählt, will jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen. Ich finde, das Ding ist echt gut gemacht. Ich liebe diese Schock-Serie. Bisschen sauer ist immer geil. Ich habe auch nicht so ein Sauerproblem, gerade wenn es ums Essen geht oder so. Ich weiß, so als Kind habe ich so Zitronenscheiben gegessen. Bei Colin ist das immer ein bisschen anders. Der ist wie will man es denn sagen? Also der reagiert ein bisschen extremer auf das Thema sauer. Ich finde den Apfel richtig gut getroffen. Also es ist eine richtig coole Apfelsorte. Dann diese coole Säure. Das Ganze ja ohne Zucker, also ohne zugesetzten Zucker. Alles richtig gemacht. Also da gibt es nicht viel zu überlegen. Nichts zu meckern. Richtig lecker. Holt mich voll ab. Da sehe ich mich voll drinnen. Die anderen Schocksorten sind schon fast ausgetrunken. Dann kommt jetzt bei mir ganz klar der Apfel dran. Hier gibt es einen Diamond Shaker. Ich finde, die ist perfekt. Eine richtig perfekte. Also du kriegst voll, was du erwartest. Ne? Du hast diese Schockserie. Du weißt, es wird sauer. Du hast einen Apfel. Der ist richtig gut getroffen. Krasses Ding. Diamond Shaker auf jeden Fall. Kaufempfehlung für alle Apfelfans und für alle, die sauer mögen. Auch da würde ich auch sogar mal, falls ihr Apfel nicht so mögt, aber voll auf sauer steht, solltet ihr euch das Ding hier nicht entgehen lassen. Also es entwickelt sich Tatsache so hin, dass saure Gaming-Booster-Fans anscheinend bei Gamers Only ein cooles Zuhause finden. Es sind jetzt also einige saure Sorten auch im Shop verfügbar. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, nutzt bitte doch den Code Colin und Dennis. Damit spart ihr 15% auf die komplette Bestellung. Das ist ein richtig krasser Prozentwert, wie ich finde. Also ich benutze den auch, wenn ich da bestelle. Wäre ja doof, wenn nicht. Kleiner Support bleibt für uns natürlich auch über. Und vor allem eben kriegen wir dadurch diese coolen Sorten zum Verkauf statt an bei uns an Start. Da habt ihr dann natürlich auch was davon, wenn ihr eben schnellstmöglich dann eine coole Meinung zu so einer coolen Sorte kriegt. Na, ich sage immer noch gerne dazu, falls ihr so Aktionen, Rabatte und so weiter nicht verpassen wollt, folgt uns auch auf Insta, auch da heißen wir Colin und Dennis TV, denn da haue ich immer in die Stories von allen Marken, gerade auch von Gamers Only, immer alle News und alle Neuigkeiten, Rabattaktionen so rein, dann habt ihr alles auf einen Überblick und ja, da kann man sich auch mal eine Nachricht schreiben, wie findet ihr die Sorte, was ist damit los und so, ist auch ganz cool, ich freue mich immer, wenn mal wer schreibt und mal ein bisschen dann über solche Sachen diskutiert, gerne auch über andere Themen. Ich finde es ein bisschen schade, Gamers Only geht gerade so ein bisschen irgendwie weg von dem Thema Vitamindrink. Ich finde auch gerade bei diesen sauren Sorten, das wäre als Vitamindrink so für zwischendurch was spritzig, fruchtig, saures, auch eine richtig krasse Idee. Schade, dass sie das irgendwie nicht umsetzen, vielleicht wird es nochmal nachgereicht. Ich weiß, es gab auch schon Sorten, wo dann nachträglich der Vitamindrink irgendwann kam. Ist jetzt wieder zum Start, Tatsache nur der Performance-Drink. Naja, muss man durch. Aber so, ich würde das auch als Vitamindrink feiern. Ganz ehrlich, was meint ihr? Saure Sorten auch ohne Koffein oder doch wirklich nur als Gaming Booster mit Energy? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, eigentlich bleibt zum Abschluss nur noch zu sagen, ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, Colin und Dennis TV inhalieren und hier die Schockreihe, die könnt ihr mal richtig abfeiern. Macht mal ein bisschen Lärm, jeder, der einen Schock Gamers Only trinkt, markiert uns mal in seiner Story, okay? Bis dann, Leute. Tschüss!